Ich entsinne mich gut, dass diese Ballade uns auf ein Gespräch führte, in dem Usher eine seltsame Anschauung kundgab. Ich erwähne diese Anschauung weniger darum, weil sie besonders neu wäre, denn andere haben schon ähnliche Hypothesen aufgestellt, als wegen der Hartnäckigkeit, mit der Usher sie vertrat. Seine Anschauung bestand hauptsächlich darin, dass er den Pflanzen ein Empfindungsvermögen, eine Beseeltheit zuschrieb. Doch hatte in seinem verwirrten Geist diese Vorstellung einen kühneren Charakter angenommen und setzte sich in gewissen Grenzen auch ins Reich des Anorganischen fort. Es fehlen mir die Worte, um die ganze Ausdehnung dieser Geschichte, um die unbeirrte Hingabe meines Freundes an sie auszudrücken. Dieser sein Glaube knüpfte sich, wie schon früher andeutete, eng an die grauen Quadern des Heims seiner Väter. Die Vorbedingungen für solches Empfindungsvermögen waren hier, wie er sich einbildete, in der Art der Anordnung der Steine, in dem sie zusammenhaltenden Bindemittel und ebenso auch in dem Pilzgeflecht, das sie überwucherte, zu suchen. Ferner in den abgestorbenen Bäumen, die das Haus umgaben, und vor allem in dem nie gestörten, unveränderten Bestehen des Ganzen und in seiner Verdopplung in den stillen Wassern des Teiches. Der Beweis dieser Beseeltheit sei, so sagte er, zu erblicken, und als er das aussprach, schrak ich zusammen, in der hier ganz allmählichen, jedoch unablässig fortschreitenden Verdichtung der Atmosphäre, in dem eigentümlichen Dunstkreis, der Wasser und Welle umgab. Die Wirkung dieser Erscheinung, fügte er hinzu, sei der lautlos und grässlich zunehmende vernichtende Einfluss, den sie seit Jahrhunderten auf das Geschick seiner Familie ausgeübt hatte. Sie habe ihn zu dem gemacht, als den ich ihn jetzt erblicke, zu dem, was er nun sei. Solche Anschauungen bedürfen keines Kommentars, und ich füge ihnen daher nichts hinzu. Unsere Bücher, die jahrelang die hauptsächliche Geistesnahrung des Kranken gebildet hatten, entsprachen, wie leicht zu vermuten ist, diesem fantastischen Charakter. Wir grübelten gemeinsam über solchen Werken wie Verte et Chartreuse von Creset, Belphegor von Machiavelli, Himmel und Hölle von Swedenborg, die unterirdische Reise des Nikolaus Klimm von Holberg, die Chiromantie von Robert Flatt, von Jean de Idagine und von de la Chambre, brüteten über der Reise ins Blaue von Tieck und der Stadt der Sonne von Campanella. Ein Lieblingsbuch war eine kleine Oktavausgabe des Directorium Inquisitorium des Dominikaners Emmerich von Giron. Und es gab Stellen in Pompius Mela über die alten afrikanischen Satyren und Ogipans, von denen Aschers stundenlang träumend sitzen konnte. Sein Hauptentzücken jedoch bildete das Studium eines sehr seltenen und seltsamen Buches in gotischem Quartformat, ein Handbuch einer vergessenen Kirche, der Vigile Mortorum Secundum Corum Ecclesiae Maguntinae. Ich konnte nicht anders, als an das seltsame Ritual dieses Werkes und seinen wahrscheinlichen Einfluss auf den Schwermütigen denken, als er eines Abends, nachdem er mir kurz mitgeteilt hatte, dass Lady Magdalen nicht mehr sei, seine Absicht äußerte, den Leichnam vor seiner endgültigen Beerdigung in einer der zahlreichen Grüfte innerhalb der Grundmauern des Gebäudes aufzubewahren. Die rein äußere Ursache, die er für dieses Vorgehen angab, war solcher Art, dass ich mich nicht aufgelegt fühlte, darüber zu diskutieren. Er, der Bruder, war, wie er mir sagte, zu diesem Entschluss gekommen, infolge des ungewöhnlichen Charakters der Krankheit der Dahingeschiedenen, infolge gewisser eifriger und eindringlicher Fragen ihres Arztes und infolge der abgelegenen und einsamen Lage des Begräbnisplatzes der Familie. Ich will nicht leugnen, dass, wenn ich mir das finstere Gesicht des Mannes ins Gedächtnis rief, dem ich am Tage meiner Ankunft auf der Treppe begegnete, dass ich dann kein Verlangen hatte, einer Sache zu widersprechen, die ich nur als eine harmlose und keineswegs unnatürliche Vorsichtsmaßregel ansah. Auf Bitten Aschers half ich ihm bei den Vorkehrungen für die vorläufige Bestattung. Nachdem der Körper eingesargt worden war, trugen wir ihn beide gänzlich allein zu seiner Ruhestätte. Die Gruft, in der wir ihn beisetzten, war so lange nicht geöffnet worden, dass unsere Fackeln in der drückenden Atmosphäre fast erstickten und uns kaum gestatteten, ein wenig Umschau zu halten. Sie war eng, dumpfig und ohne jegliche Öffnung, die Licht hätte einlassen können. Sie lag in beträchtlicher Tiefe, genau unter dem Teil des Hauses, in dem sich mein eigenes Schlafgemach befand.
Augenscheinlich hatte sie in früheren Zeiten der Feudalherrschaft als Burgverlies übelste Verwendung gefunden und später als Lagerraum für Pulver oder sonst einen leicht entzündlichen Stoff gedient, denn ein Teil des Fußbodens sowie das ganze Innere eines langen Bogenganges, durch den wir das Gewölbe erreichten, war sorgfältig mit Kupfer bekleidet. Die Tür aus massivem Eisen hatte ähnliche Schutzvorrichtungen. Ihr ungeheures Gewicht brachte einen ungewöhnlich scharfen, kreischenden Laut hervor, als sie sich schwerfällig in den Angeln drehte. Nachdem wir unsere traurige Bürde an diesem Ort des Grauens auf ein vorbereitetes Gestell niedergesetzt hatten, schoben wir den noch lose aufliegenden Deckel des Sarges ein wenig beiseite und blickten ins Antlitz der Ruhenden. Eine ganz verblüffende Ähnlichkeit zwischen Bruder und Schwester fesselte jetzt zum ersten Mal meine Aufmerksamkeit, und Ascha, der vielleicht meine Gedanken erriet, murmelte ein paar Worte, denen ich entnahm, dass die Verstorbene und er Zwillinge gewesen waren und dass Sympathien ganz ungewöhnlicher Natur stets zwischen ihnen bestanden hatten. Unsere Blicke ruhten jedoch nicht lange auf der Toten, denn wir konnten sie nicht ohne Ergriffenheit und Grausen betrachten. Das Leiden, durch das die Lady so in der Blüte der Jugend ins Grab gebracht worden war, hatte, wie es bei Erkrankungen ausgesprochen kataleptischer Art gewöhnlich der Fall ist, auf Hals und Antlitz so etwas wie eine schwache Röte zurückgelassen und den Lippen ein argwöhnisch lauerndes Lächeln gegeben, das so schrecklich ist bei Toten. Wir setzten den Deckel wieder auf, schraubten ihn fest und nachdem wir die Eisentür wieder verschlossen hatten, nahmen wir mit Mühe unseren Weg hinauf in die kaum weniger düsteren Räumlichkeiten des oberen Stockwerks. Und jetzt, nachdem einige Tage bittersten Kummers vergangen waren, trat in der Geistesverwirrung meines Freundes eine merkliche Änderung ein. Sein ganzes Wesen wurde ein anderes. Seine gewöhnlichen Beschäftigungen wurden vernachlässigt oder vergessen. Er schweifte von Zimmer zu Zimmer mit eiligem, unsicherem und ziellosem Schritt. Die Blässe seines Gesichts war womöglich noch gespenstischer geworden, aber der feurige Glanz seiner Augen war ganz erloschen. Die gelegentliche Heiserkeit seiner Stimme war nicht mehr zu hören, und ein Zittern und Schwanken wie von namenlosem Entsetzen durchbebte gewöhnlich seine Worte. Es gab in der Tat Zeiten, wo ich vermeinte, sein unablässig arbeitender Geist kämpfe mit irgendeinem drückenden Geheimnis, zu dessen Bekenntnis er nicht den Mut finden könne. Zu anderen Zeiten wieder war ich gezwungen, alles lediglich als Äußerungen seiner seltsamen Krankheit aufzufassen, denn ich sah, wie er stundenlang ins Leere starrte. Und zwar mit dem Ausdruck tiefster Aufmerksamkeit, als lausche er irgendeinem eingebildeten Geräusch. Es war kein Wunder, dass sein Zustand mich erschreckte, mich ansteckte. Ich fühlte, wie sich ganz allmählich, doch unablässig seine seltsamen Wahnvorstellungen, die er mir niemals mitteilte, in mich hineinfraßen. Besonders in der Nacht des 7. oder 8. Tages nach der Bestattung der Lady Magdalene in der Gruft, als ich mich sehr spät zum Schlafen zurückgezogen hatte, geschah es, dass ich die volle Gestalt dieser Empfindungen erfuhr. Kein Schlaf nahte sich meinem Lager, während die Stunden träge dahinkochen. Ich bemühte mich, der Nervosität, die mich ergriffen hatte, Herr zu werden. Ich suchte mich zu überzeugen, dass an vielem, wenn nicht an allem, was ich fühlte, die unheimliche Einrichtung des Gemachs schuld sei. Denn es war unheimlich, wie die dunklen und zerschlissenen Wandteppiche, vom Atem eines nahenden Sturmes bewegt, stoßweise auf- und niederschwankten, gegen die Verzierung des Bettes raschelten. Aber meine Anstrengungen waren fruchtlos. Ein nicht abzuschüttelndes Grauen durchbebte meinen Körper, und schließlich hockte auf meinen Herzen ein Alb. Ein furchtbarstes Entsetzen. Mit einem tiefen Atemzug rang ich mich frei aus diesem Bann und setzte mich im Bette auf. Ich spähte angestrengt in das undurchdringliche Dunkel des Zimmers und lauschte. Wie getrieben von seltsamen, instinktiven Ahnungen auf gewisse dumpfe, unbestimmbare Laute, die, wenn der Sturm schwieg, in langen Zwischenräumen von irgendwoher zu mir drangen, überwältigt von unbeschreiblichem Entsetzen, das mir ebenso unerträglich wie unerklärlich schien, warf ich mich hastig in die Kleider, denn ich fühlte, dass ich in dieser Nacht doch keinen Schlaf mehr finden würde und versuchte, mich aus meinem jammervollen Zustand aufzuraffen, indem ich eilig im Zimmer auf- und abwandelte. Ich war erst ein paar Mal so hin und her gegangen,
als ein leichter Tritt auf der benachbarten Treppe meine Aufmerksamkeit erregte. Ich erkannte sogleich Aschers Schritt. Einen Augenblick später klopfte er leise an meine Tür und trat mit einer Lampe in der Hand ein. Sein Gesicht war wie immer leichenhaft blass, aber schrecklicher war der Ausdruck seiner Augen. Wie eine irrsinnige Heiterkeit flammte es aus ihnen. Sein Gebaren zeigte eine mühsam gebändigte, hysterische Aufregung. Sein Ausdruck entsetzte mich. Doch alles schien erträglicher als diese fürchterliche Einsamkeit. Und ich begrüßte sein Kommen wie eine Erlösung. »Und du hast es nicht gesehen?«, sagte er unvermittelt, nachdem er einige Augenblicke schweigend um sich geblickt hatte. »Du hast es also nicht gesehen?« »Doch du sollst!« Mit diesen Worten beschattete er sorgsam seine Lampe und lief dann an eins der Fenster, das er dem Sturm weit öffnete. Die ungeheure Wut des hereinstürmenden Orkans hob uns fast beide vom Boden empor. Es war wirklich eine sturmrasende, aber doch sehr schöne Nacht, eine Nacht, die grausig seltsam war, in Schrecken und in Pracht. Ganz in unserer Nachbarschaft musste sich ein Wirbelwind erhoben haben, denn die Windstöße änderten häufig ihre Richtung. Die ungewöhnliche Dichtigkeit der Wolken, die so tief hingen, als lasteten sie auf den Türmen des Hauses, verhinderte nicht die Wahrnehmung, dass sie wie mit bewusster Hast aus allen Richtungen herbeijagten und ineinander stürzten, ohne aber weiterzuziehen. Ich sage, selbst ihre ungewöhnliche Dichtigkeit verhinderte uns nicht, dies wahrzunehmen. Dennoch erblickten wir keinen Schimmer vom Mond oder von den Sternen, ebenso wenig aber einen Blitzstrahl. Doch die unteren Flächen der jagenden Wolkenmassen und alle uns umgebenden Dinge draußen im Freien glühten im unnatürlichen Licht eines schwach leuchtenden und deutlich sichtbar gasartigen Dunstes, der das Haus umgab und einhüllte. »Du darfst, du sollst das nicht sehen«, sagte ich schaudernd zu Ascher, als ich ihn mit sanfter Gewalt vom Fenster fort zu einem der Sessel führte. »Diese Erscheinungen, die dich erschrecken, sind nichts Ungewöhnliches. Es sind elektrische Ausstrahlungen. Vielleicht auch verdanken sie ihr gespenstisches Dasein der schwülen Ausdünstung des Teiches. Wir wollen das Fenster schließen. Die Luft ist kühl und dir sehr unzuträglich. Hier ist eines deiner Lieblingsbücher. Ich will vorlesen und du sollst zuhören. Und so wollen wir diese fürchterliche Nacht zusammen verbringen.« Der alte Band, den ich zur Hand genommen hatte, war der Mad Trist von Sir Lancelot Canning. Aber ich hatte ihn mehr in traurigem Schmerz als im Ernst Aschers Lieblingsbuch genannt. Denn in Wahrheit ist seiner ungefügen und fantasielosen Weitschweifigkeit wenig, was für den scharfsinnigen, idealen Geist meines Freundes von Interesse sein konnte. Es war jedoch das einzige Buch, das ich zur Hand hatte, und ich nährte eine schwache Hoffnung, der aufgeregte Zustand des Hypochonders möge Beruhigung finden, denn die Geschichte geistiger Zerrüttung weist solche Widersprüche auf, in den tollen Übertriebenheiten, die ich lesen wollte. Hätte ich wirklich aus der gespannten, ja leidenschaftlichen Aufmerksamkeit schließen dürfen, mit der er mir zuhörte oder zuzuhören schien, so hätte ich mir zu dem Erfolg meines Vorhabens Glück wünschen dürfen. Ich war in der Erzählung bei der allbekannten Stelle angelangt, wo Ethelred, der Held des Trist, nachdem er vergeblich friedlichen Einlass in die Hütte des Klausners zu bekommen versucht hatte, sich anschickt, den Eintritt durch Gewalt zu erzwingen. Hier lautet der Text, wie man sich erinnern wird, so: »Und Ethelred, der von Natur ein mannhaft Herz hatte und der nun, nachdem er den kräftigen Wein getrunken, sich unermesslich stark fühlte, begnügte sich nicht länger mit dem Klausner Zwiegespräch zu halten, der wirklich voll Trotz und Bosheit war, sondern da er auf seinen Schultern schon den Regen fühlte und den herannahenden Sturm fürchtete, schwang er seinen Streitkolben hoch hinaus und schaffte in den Planken der Tür schnell Raum für seine behandschuhte Hand. Und nun fasste er derb zu und krachte und zerbrach und riss alles zusammen, dass der Lärm des dürren, dumpf krachenden Holzes durch den ganzen Wald schallte und widerhallte.« Bei Beendigung dieses Satzes fuhr ich auf und hielt mit Lesen inne,
denn es schien mir so, obwohl ich sofort überlegte, dass meine erhitzte Fantasie mich getäuscht haben müsse, als kämen aus einem ganz entlegenen Teile des Hauses Geräusche her, die ein vollkommenes, sehr fernes Echo hätten sein können von jenem Krachen und Bersten, das Sir Lancelot so charakteristisch beschrieben hatte. Zweifellos war es nur das Zusammentreffen irgendeines Geräusches mit meinen Worten, das meine Aufmerksamkeit gefesselt hatte. Denn inmitten des Rüttels der Fensterläden und all der vielfältigen Lärmlaute des immer mehr anwachsenden Sturms hatte der Laut an sich sicherlich nichts, was mich interessiert oder gestört haben könnte. Und ich fuhr in der Erzählung fort. Aber als der werte Held Ethelred jetzt in die Tür trat, geriet er bald in Wut und Bestürzung. Keine Spur des boshaften Klausners zu bemerken, sondern statt seiner einen ungeheuren, schuppenrasselnden Drachen mit feuriger Zunge, der als Hüter vor dem goldenen Palast mit silbernem Fußboden ruhte. Und an der Mauer hing ein Schild aus schimmerndem Stahl, in dem die Inschrift eingegraben war: Wer hier herein will dringen, den Drachen muss er bezwingen. Ein Held wird er sein, den Schild sich erringen. Und Ethelred schwang seinen Streitkolben und schmetterte ihn auf den Schädel des Drachen, der zusammenbrach und seinem üblen Odem aufgab und dieses mit einem so grässlichen und schrillen und durchdringenden Schrei, dass Ethelred sich gern die Ohren zugehalten hätte vor dem schrecklichen Laut, desgleichen hievor niemalen erhört gewesen war. Hier hielt ich wieder bestürzt inne und diesmal mit schauderndem Entsetzen. Denn es konnte kein Zweifel bestehen, dass ich in diesem Augenblick, wenn schon es mir unmöglich war anzugeben, aus welcher Richtung, einen dumpfen und offenbar entfernten, aber schrillen, langgezogenen, kreischenden Laut vernommen hatte. Das vollkommene Gegenstück zu dem unnatürlichen Aufschrei des Drachen, wie der Dichter ihn beschrieb. Trotzdem ich durch dies zweite und höchst seltsame Zusammentreffen erschreckt war, und tausend widerstreitende Empfindungen, in denen Erstaunen und äußerstes Entsetzen vorherrschten, mich bestürzten, so hatte ich dennoch Geistesgegenwart genug, nicht etwa durch eine diesbezügliche Bemerkung die Nervosität meines Gefährten noch zu steigern. Ich war keineswegs sicher, dass er die in Frage stehenden Laute vernommen hatte, obgleich allerdings während der letzten Minuten eine sonderbare Veränderung mit ihm vorgegangen war. Anfänglich hatte er mir gegenüber gesessen, so, dass ich ihm voll ins Gesicht sehen konnte. Nach und nach aber hatte er seinen Stuhl so herumgedreht, dass er nun mit dem Gesicht zur Tür schaute. Ich konnte daher seine Züge nur teilweise erblicken, doch sah ich, dass seine Lippen zitterten, als flüsterte er leise vor sich hin. Der Kopf war ihm auf die Brust gesunken, aber ich wusste, dass er nicht schlief, denn sein Profil zeigte mir seine weit und starr geöffneten Augen, und sein Oberkörper bewegte sich unausgesetzt sanft und einförmig hin und her. Dies alles hatte ich mit raschem Blick erfasst und nahm nun die Erzählung Sir Lancelots wieder auf. Und nun, da der Held der schrecklichen Wut des Drachen entronnen war und sich des stählernen Schildes erinnerte, dessen Zauber nun gebrochen, räumte er den Kadaver beiseite und schritt über das silberne Pflaster kühn bis hin zu dem Schild an der Wand. Der aber wartete nicht, bis er angekommen war, sondern stürzte zu seinen Füßen auf den Silberboden nieder mit gewaltig schmetterndem, furchtbar dröhnenden Getöse. Kaum hatten meine Lippen diese Worte gesprochen, da vernahm ich, als sei in der Tat ein eherner Schild schwer auf einen silbernen Boden gestürzt, deutlich aber gedämpft, einen metallisch dröhnenden Widerhall. Gänzlich entnervt sprang ich auf die Füße, aber die taktmäßige Schaukelbewegung Aschers dauerte fort. Ich stürzte auf den Stuhl, in dem er saß. Sein Blick war stier gerade ausgerichtet und sein Antlitz schien wie zu Stein erstarrt. Aber als ich die Hand auf seine Schulter legte, befiel ein heftiges Zittern seine ganze Gestalt. Ein krankes Lächeln zuckte um seinen Mund und ich sah, dass er leise, hastend und stotternd vor sich hin murmelte, als wisse er nichts von meiner Anwesenheit. Mich tief zu ihm hinabbeugend, trank ich schließlich den scheußlichen Sinn seiner Worte ein. Es nicht hören? Oh, ich höre es wohl und habe es gehört. Lange, 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 viele Minuten, viele Stunden, viele Tage habe ich es gehört. Aber ich wagte nicht. Oh, bedauere mich, elender Schurke, der ich bin. Ich wagte nicht zu reden. Wir haben sie lebendig ins Grab gelegt.
Sagte ich nicht, meine Sinne seien scharf? Ich sage dir jetzt, dass ich ihre ersten schwachen Bewegungen im dumpfen Sarge hörte. Ich hörte sie vor vielen, vielen Tagen schon. Dennoch wage ich nicht. Ich wagte nicht zu reden. Und jetzt, heute Nacht, Etheret, das Aufbrechen der Tür des Klausners und der Todesschrei des Drachen und das Dröhnen des Schildes. Sage lieber, das Zerbersten ihres Sarges, das Kreischen der eisernen Angeln ihres Gefängnisses und ihr qualvolles Vorwärtskämpfen durch den kupfernen Bogengang des Gewölbes. Oh, wohin soll ich fliehen? Wird sie nicht gleich hier sein? Wird sie nicht eilen, um mir meine Eile vorzuwerfen? Hörte ich nicht schon ihren Tritt auf der Treppe? Kann ich nicht schon das schwere und schreckliche Schlagen ihres Herzens vernehmen? Wahnsinniger! Hier sprang er wie rasend auf und kreischte, als wolle er mit diesen Worten seine Seele hinausbrüllen. Wahnsinniger! Ich sage dir, dass sie jetzt draußen vor der Tür steht! Als läge in der übermenschlichen Kraft dieses Ausrufes die Macht eines Zaubers, so rissen jetzt die riesigen alten Türflügel, auf die der Sprecher hinzeigte, ihre gewaltigen, ebenholzenen Kinnladen auf. Es war das Werk des rasenden Sturmes, aber siehe, draußen vor der Tür stand leibhaftig die hohe, ins Leinentuch gehüllte Gestalt der Lady Magdalen Usher. Es war Blut auf ihrer weißen Gewandung und die Spuren eines erbitterten Kampfes waren überall an ihrem abgezehrten Körper zu erkennen. Einen Augenblick lang blieb sie zitternd und taumelnd auf der Stelle stehen. Dann fiel sie mit einem leisen, schmerzlichen Aufschrei ins Zimmer auf den Körper ihres Bruders. Und in ihrem heftigen und nun endgültigen Todeskampf riss sie ihn tot zu Boden. Ein Opfer der Schrecken, die er vorausempfunden hatte. Wie verfolgt entfloh ich aus diesem Gemach und diesem Hause. Draußen tobte das Unwetter in unverminderter Heftigkeit, als ich den alten Teichdamm kreuzte. Plötzlich schoss ein unheimliches Licht quer über den Pfad und ich blickte zurück, um zu sehen, woher ein so ungewöhnlicher Glanz kommen könne, denn hinter mir lagen allein das weite Schloss und seine Schatten. Der Strahl war Mondglanz und der volle, untergehende, blutrote Mond schien jetzt hell durch den einst kaum wahrnehmbaren Riss, von dem ich bereits früher sagte, dass er vom Dach des Hauses im Zickzack bis zum Erdboden lief. Während ich hinstarrte, erweiterte sich dieser Riss mit unheimlicher Schnelligkeit. Ein wütender Stoß des Wirbelsturms kam, das volle Rund des Satelliten wurde in dem breit aufgerissenen Spalt sichtbar. Mein Geist wankte, als ich jetzt die gewaltigen Mauern auseinanderbersten sah. Es folgte ein langes, tosendes Krachen wie das Getöse von tausend Wasserfällen, und der tiefe und schwarze Teich zu meinen Füßen schloss sich finster und schweigend über den Trümmern des Hauses Usher.